Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Wir begeben uns heute mal auf die Reise in die Gesundheit, in das Heilwerden und wie wir selbst uns heilen können und dadurch vielleicht auch eine ganz neue Freiheit im Leben erfahren dürfen, auch angstfrei durchs Leben gehen dürfen. Und es gibt niemand Besseren, der uns auf diesem Weg heute begleiten kann, wie die Heilerin Annette Müller, die auch die erste Klinik für geistiges Heilen in Deutschland gegründet hat. Eine Expertin, die internationale Gäste hat, Ärzte ausbildet. Und ich freue mich sehr, heute über diesen tollen Weg der Befreiung mit ihr sprechen zu dürfen. Hallo, liebe Annette. Hallo, liebe Corinna. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Vielen Dank. Ich mich auch, dass du da bist. Und sowieso ist das Thema Freiheit eins meiner Lebensthemen. Und ich glaube auch von vielen anderen Menschen, dass dieses Gefühl von Freiheit, wie wir das erlangen, natürlich auch ein großer Part, die Gesundheit ist. Und wie hängen die zwei miteinander zusammen? Also, wir haben ja jetzt gerade Sommer 21. Mhm. Ja, eine ganz besondere Zeit. Wir haben noch keine Ahnung, was die Zukunft bringen wird. Aber wir können etwas sehr Interessantes beobachten. Die Gesundheit ist im Moment das Thema Nummer eins. Und es gibt diesen Spruch, der Kranke will nur eins, er möchte gesund sein. Und ich sage, so ähnlich, der Gefangene will nur eins, frei sein. Und wenn wir uns jetzt anschauen, welchen Weg die Menschen gehen, wollen sie jetzt tatsächlich den Weg in die Gesundheit gehen oder streben sie den Weg in die Freiheit an? Und wenn man mit den Menschen spricht, dann heißt es nicht, ich will gesund sein, sondern es heißt, ich möchte meine Freiheit zurück. Mhm. Ich möchte reisen, ich möchte meine Freunde treffen, ich möchte ins Restaurant, ich möchte meinen Sport ausführen, ich möchte wieder tanzen gehen, ich möchte dies machen, ich möchte jenes machen, ich möchte mich entfalten, ich möchte nicht mehr eingeschränkt sein. Keiner spricht von Krankheit. Keiner spricht davon, dass er wieder gesund werden möchte. Und das ist schon etwas, was uns sehr nachdenklich stimmen sollte. Dann müssen wir schauen, woran krankt es denn jetzt wirklich? Krankt es jetzt an fehlender Gesundheit, weil wir alle krank sind und nach Gesundheit streben? Oder krankt es uns als Menschheit an fehlender Freiheit? Also ich denke, es fehlt uns im Moment nicht die Gesundheit, sondern die Freiheit. Aber es wird natürlich die Angst vor der Krankheit geschürt und damit wird uns die Gesundheit geraubt. Also ich sage immer, meine Gesundheit gehört mir. Ich bin Herr über meine Gesundheit. Meine Gesundheit gehört niemandem anderen außer mir. Und wir brauchen die Gesundheit als Voraussetzung, frei zu sein. Das heißt, wenn wir nicht gesund sind, das heißt, wenn wir krank sind, dann haben wir schon automatisch unsere Freiheit verloren. Weil wo willst du hinlaufen, wenn du nicht laufen kannst? Was willst du bewirken, wenn du keine Kraft hast zu wirken? Ja, wem möchtest du etwas geben, wenn du zu schwach bist, um etwas zu geben? Und deshalb ist für mich Gesundheit die Voraussetzung für Freiheit. Wenn ich gesund bin, kann ich frei sein, dann kann ich wirken, dann kann ich tun, dann kann ich das machen, wo ich mich selbst auch dienend für andere verwirklichen möchte. So schön gesagt. Ja, ganz toll. Wie begleitest du denn die Menschen auf diesem Weg?
Gut, also es kommen Menschen in die Ambulanz zu uns, die haben irgendetwas, möchten, dass etwas besser wird. Also ich frage jetzt nicht, was hast du, sondern ich frage, was darf besser werden? Wie möchtest du jetzt wieder hier herausgehen? Und da habe ich ein ganz wunderschönes Beispiel von einer Freundin von mir. Also wir haben uns über die Heilarbeit kennengelernt. Wir sind Freunde geworden und die hat mir den Vater mitgebracht. Der Vater, das muss man sich mal vorstellen, der hatte seit vielen Jahren in einem Fußgelenk Gicht. Und das war so schlimm, dass der auf diesem Fuß nicht laufen konnte. Mhm. Und bei uns muss man 3 Treppen hochgehen und er hat sich wirklich mit beiden Händen festgehalten, um diese Treppen hochzugehen. Und er hatte nach 2 Heilsitzungen keine Gicht mehr. Also der Fuß hat ihm nicht mehr wehgetan. Und was hat er gemacht? Er konnte wieder zur Arbeit gehen, er konnte seine Hecken schneiden, er konnte seinen Rasen mähen, er konnte sein Haus renovieren und er ist nach Amerika geflogen, um seine Schwester dort zu besuchen, was er vorher jedes Jahr gemacht hatte, was aber jetzt seit dieser Gichterkrankung nicht mehr ging. Was so lustig dabei ist, was so ganz lustig daran ist, ist Folgendes. Die haben mich dann eingeladen, ja, zum Gartenfest. Mhm. Das war also dann ein Grillabend. Und dann hat er dann da gesessen und hat gesagt, das ist meine Heilerin, schau, ich kann wieder laufen, was ich machen kann. Und ich habe mich gefreut mit ihm. Dann schaue ich auf den Teller, dann ist da so ein Berg Grillfleisch. Und ich gucke das an und sage, oh Gott, der nächste Gichtanfall. Gicht. Und dann sagt er zu mir, sag mal, das verstehe ich jetzt gar nicht. Ja, ich kann doch essen, was ich will, denn wenn ich wieder Gicht kriege, dann komme ich wieder zu dir. Auch eine Methode. Der hat nie wieder Gicht bekommen. Und das, da sehen wir, das ist der Beweis dafür, dass wenn dieses falsche Essen zu 100% krank machen würde, hätte er zu 100% wieder Gicht bekommen müssen. Ja. Das ist nicht passiert. Und da hat er sogar die Freiheit erlangt, zu essen, was er will. Sozusagen das, was wir als Gift bezeichnen, in sich hineinzustopfen, zusammen mit Wein und Bier und Kurzen und Schnaps. Also richtig, wie so jemand halt lebt. Mhm. Ja, und er fand es großartig und er ist nie mehr krank geworden. Und das beweist mir wieder die Kraft unserer Intention, die Kraft unseres Geistes, die steht auch darüber. Mhm. Ja, und deshalb bin ich der Überzeugung, der felsenfesten Überzeugung, weil ich habe das Gegenteil noch nicht erfahren, dass wir wirklich, wenn wir diese Macht und Kraft der eigenen Gesundheit, der unumstößlichen Gesundheit in uns besitzen, dass wir einfach die Grundlage und das Grundfundament für eine umfassende Freiheit auch in uns tragen. Und das macht uns auch völlig angstfrei. Ja, also wir leben ja in einem Gatter, das besteht aus Pfeilern der Angst. Genau. Ja, ja, es wird einem ja überall suggeriert. Ja, ja, das ist richtig. Klima, Wetter und Vergiftung und Detox und weiß der Geier was. Ja, also es wird ja überall Angst. Und wenn ich mich jetzt zum Beispiel damit beschäftige, das ist auch so interessant, dass ich eine Krankheit beseitigen möchte und mich mit der Krankheit und deren Ursache auseinandersetze, dann gebe ich dieser Ursache und der Krankheit unfassbare Macht. Ja, weil ich erkenne sie als Realität an. Ich sage, du hast Gicht. Das heißt, du musst da ein Detox machen. Du musst es reinigen. Du musst dich anders ernähren. Du musst die bestimmten
Medikamente dazu nehmen. Ja, es gibt da Antirheumatikum, die du nehmen kannst und so weiter und so fort. Das heißt, du gibst dieser Diagnose und dieser Krankheit nochmal eine zusätzliche Ernsthaftigkeit und Macht. Das heißt, also sobald du dich damit beschäftigst, dann wirst du die zementieren. Ist ja noch schlimmer, wenn ich noch diese Krankheit nehme, wo ich bin, davor steht. Ich bin Alkoholiker, ich bin Diabetiker. Das manifestiert es ja noch schlimmer. Das ist ein interessanter Gedanke. Ich lasse den mal wirken. Das habe ich noch gar nicht so betrachtet. Aber kam mir jetzt gerade so bei da dir. Da ist auch schon was so dran. Hören, ja. Ja, was könnte ich mir da noch alles einfallen lassen? Ich bin Optimist. Ja. Ja, ich, eben. Ja. Aber daran merkt man ja schon, dass wir das einzementiert bekommen. Ja. Dass die Chance auf Heilung schon im Keim erstickt wird durch Aussagen wie chronisch, unheilbar. Das ist richtig. Damit müssen sie jetzt leben, damit müssen sie zurechtkommen, wie bei dir es auch hieß. Am besten schon mal eine Wohnung, die rollstuhlgerecht ist. Ist. Ja. Also es wird ja wirklich das Gegenteil manifestiert. Ja. Ja, wirklich. Und das ist nicht nur so, dass für ein Selbst das manifestiert wird und zementiert wird, sondern es gibt so viele Menschen und Institutionen, die davon profitieren. Ja, an meinem Leid, an meinem Untergang, an meiner Krankheit, also an meinem Unfall, da haben sich, was weiß ich, viele Leute richtig gesund gestoßen. Die haben richtig verdient. Also ich mag nur ein Beispiel nennen, und zwar meine Krankenversicherung, Privatversicherung, hat von der gegnerischen Unfallversicherung eine Pauschalsumme für einen Unfall mit Halswirbelsäulenverletzung bekommen als Entschädigung, und ich habe davon keinen Pfennig gesehen. Im Gegenteil, das, was mir ein bisschen geholfen hatte, also normalmedizinisch waren ganz bestimmte Übungen zur Kräftigung der Halsmuskulatur. Das haben sie nicht bezahlt. Mhm. Ja, da haben sie gesagt, das ist medizinisch nicht notwendig. Unser medizinischer Dienst hat das beurteilt und nein, wir ersetzen es nicht. Und dann hatte ich eben zusätzlich zu meiner wirklich jämmerlichen Befindlichkeit auch noch Schulden bei der Krankengymnastik. Also, und zwar eine Privatversicherung, die richtig viel Geld bekommen hat monatlich. Ja, das sind, glaube auch die Learnings, wirklich zu sagen, wir können uns wirklich nur selber heilen. Und es wird kein Retter kommen oder keiner von außen. Ja, da würde ich gerne einhaken und würde Einspruch einlegen, weil das ist ja auch wieder so eine, das ist ja auch wieder so ein Programm. Mhm. Ja, ich höre ja in dieser Esoterik-Szene, in der spirituellen Szene, in der Szene, wo du energetisch heilst, immer wieder, du musst dich selbst heilen. Mhm. Nur das ist richtig. Ich sage nein, weil ich hätte mich nie selbst heilen können. Es wäre unmöglich gewesen. Ich hatte ja überhaupt gar keine Kraft mehr dazu, auch nur im Geringsten einen Versuch zu unternehmen, mich selbst zu heilen. Da war ja im Traum nicht dran zu denken. Ja, und da habe ich Heilung tatsächlich von anderen Heilern bekommen. Das heißt, ich bin dorthin und ich habe die Gnade erlebt und empfangen und bin dadurch wieder in die Kraft zurückgekommen und konnte dadurch wieder mein Leben in den Griff bekommen, konnte weitere Heiler aufsuchen, konnte Ausbildung machen. Das heißt also, die Heilung kommt schon auch von außen. Und wenn ich dann arbeite oder wenn wir arbeiten, bringen wir ja auch von außen dieses Licht der Heilung, ja, diese Schwingung des Gesundseins, dieses wirklich andere Bild des großartigen Menschen, der mit seinen Geist, mit seinen geistigen Kräften auf Materie einwirkt, zu Kranken, machen sie gesund. Also das ist schon von außen sehr philosophisch. Ja. Und die werden dann auch wieder frei. Ja, sie haben ja auch frei den Weg gewählt, dann eben individuell den Heiler auszusuchen. Ja, es hat ja auch was mit Resonanz zu tun. Ja, hat man ja auch schon bei dir schöne Beispiele,
gehabt. Ja? Ja, da sind ja auch Leute gegen ihren Willen zu mir gebracht worden. Ich habe noch mal so ein tolles Beispiel, aber das ist jetzt ein positives Beispiel. Da kommt also eine Mutter mit ihrer Tochter, und die Tochter hat im Kindergarten gearbeitet, hat einen Bandscheibenvorfall gehabt, und die Mutter hat sie da sozusagen ins Auto gesetzt und gesagt, jetzt fahren wir dahin. Und dann haben die sich auf der Fahrt runter gestritten ohne Ende und haben gesagt, Mama, du spinnst, das bringt nichts, und die lange Fahrt und das viele Geld und dies und jenes. Und dann hat sie mir das auch noch gesagt, und habe ich gesagt, naja, es kann schon sein, dass es nichts hilft, aber jetzt, wo sie da sind, probieren wir es doch einfach mal aus. Diese Frau ist schmerzfrei aufgestanden. Mhm. Die konnte sofort wieder in den Kindergarten. Die hat auch wieder Kinder gehoben. Ja, also. Das sind doch nachher dann die größten Fans, oder? Das war für die sowas von sensationell. Damit hätte sie nie gerechnet. Mhm. Also es ist schon bei dem einen, der sich dagegen wehrt, so, und bei dem anderen, der sich dagegen wehrt, so. Also ich kann das auch nie im Vornherein sagen. Mhm. Ja, kann ich da jetzt was tun? Kann ich da nichts tun? Das weiß ich nicht. Aber es ist immer wieder sichtbar, wie sich das Leben ändert und wie unabhängig und wie angstfrei und wie sicher die Menschen werden, wenn sie Heilung erfahren haben, so wie der Mann mit seiner Gicht. Ich kann essen, was ich will. Mhm. Ich brauche keine Angst vor einem toxischen Essen zu haben, weil er es erlebt hat. Und da war der sogar von seiner Überzeugung noch weiter als ich. Und ich habe gesagt, mein Gott, okay, was isst du da? Na? Ja. Also, da hat die Heilerin gestaunt. Ja. Habe gesagt, jetzt habe ich was von dir gelernt. Voll schön, ja. Ja, Thema Krankheit, Freiheit. Was gibt's noch an wichtigen Punkten, oder was hast du auch für Werkzeuge noch für die Zuschauer, um vielleicht sich Ideen, Inspirationen? Also ganz wichtig ist, sich mit Gesundheit zu beschäftigen. Aber mit Gesundheit zu beschäftigen, nicht um gegen eine Krankheit zu sein, sondern eben mit den gesunden Geist zu fördern. Mhm. Ja, gesunde Gedanken zu denken, gute Gedanken zu denken, keine abwehrenden Gedanken zu denken, sondern Gedanken, zum Beispiel noch nicht mal Gedanken der Hoffnung zu haben. Denn Hoffnung bedeutet ja, ich möchte einer negativen Situation entfliehen. Sondern wirklich immer, wenn man jetzt in einer Situation ist, wo der Körper nicht so funktioniert, sich mit seinem Geist schon vorzustellen, wie man tanzt, wie man reist, wie man das macht, dass man so und so ausschaut. Also dieses positive Bild zu fördern. Ja, also ohne jetzt gegen eine Krankheit zu kämpfen. Mhm. Denn sobald ich mich dagegen wende, nehme ich das ernst. Das heißt, da bin ich schon nicht mehr in meiner positiven, hochschwingenden, perfekten Kraft der Vollkommenheit, sondern ich lasse mich auf das Unvollkommene ein. Auch wenn es weh tut. Mhm. Ja. Du hast ja auch einige Literatur und auch ja Dokumentationen über die ganzen Prozesse, die du begleitet hast, und auch deine Heiler. Wo kann man sich denn darüber informieren und schlau machen? Weil du ja wirklich Studien und bildgebende Röntgenbilder. Es sind Röntgenbilder veröffentlicht. Wir haben ganz viele Videos vorher und nachher. Wir haben ganz viele Heilberichte, auch Erfahrungsberichte von Schülern in der Ausbildung, was sie schon nach dem ersten Modul erreichen, wie weit sie sind nach dem zweiten Modul, was sie erreicht haben im dritten Modul. Also sie lernen zum Beispiel auch eine ganz wichtige Sache, das ist die Diagnoselöschung. Mhm. Das wäre zum Beispiel bei mir gewesen, wo der Mann sagte, ich muss mir eine Erdgeschosswohnung, die rollstuhlgerecht ist, besorgen, weil das wird noch schlimmer. Wenn ich da nicht innerlich hätte Nein sagen können und hätte das also sozusagen abgewehrt, sondern ich hätte diese Diagnose angenommen, mhm. dann hätte man bei mir eine Diagnoselöschung machen können beziehungsweise machen müssen. Das ist eine Technik, die wir lernen. Da gehen wir dann zurück zum Zeitpunkt vor dieser Diagnose.
und bringen in das Unterbewusstsein eine neue Information ein, weil das, was da geschehen ist, die Diagnose selber, dieses Vorkommnis ist nicht zu ändern. Mhm. Aber das, was daraus entsteht, können wir ändern. Das heißt also, wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Zeckenbiss hatte und er hat eben Borreliose bekommen, dann gehen wir zurück vor den Zeckenbiss und sagen, das Gift der Zecke bewirkt jetzt ein ganz besonders gutes Gedächtnis. Mhm. Oder eine ganz besondere Flexibilität der Gelenke. Mhm. Ja, oder eine besondere Agilität. Oder es bewirkt, dass das Augenlicht besser wird. Also irgendetwas, was diese Person auch wirklich braucht. Da gibt es also kein Pauschalrezept, sondern wir müssen uns dann immer auf diese Person einstimmen, was sie braucht, was sie gerne hätte. Also das kann man zum Beispiel machen. Und da schreiben die Leute, die in Ausbildung sind, auf diesem Blog, das ist das Tagebuch der Heilerschule, da schreiben sie also ihre Erfahrungen rein. Da haben wir, glaube ich, über 1000 Berichte oder so. Wow. Ja, das ist sehr, sehr schön. Ja. Ja. Mhm. Super. Ja, dann gibt es sonst noch irgendwelche Quellen, Möglichkeiten? Du hast ja auch ganz viele Bücher. Ja. Also ich habe das Buch geschrieben, Ich gehe den Weg der Wunder, wo ich meine eigene Geschichte erzähle. Dann habe ich über Menschen geschrieben, die an der Ausbildung teilgenommen haben. Das ist der Titel Das Beste, aber das dir begegnen wird, werden die Menschen sein. Mhm. Dann gibt es noch das Buch von der investigativen Journalistin, die an der Ausbildung teilgenommen hat, um sie auseinanderzunehmen und dann einen Skandal zu veröffentlichen und das Ganze zu entlarven. Die hat geschrieben Amazing Grace, die neue Dimension der Heilung. So schön. Ja. Das berührt mich immer noch am meisten. Ja. Das finde ich so cool. Ja, das ist sehr schön. Und die medizinische Studie, die eben bei unserem Camp, was in Indien stattgefunden hat, gemacht wurde, wo wir also über 320 Studienbücher ausgefüllt haben. Die ist zwar abgeschlossen, aber sie ist noch nicht in einem Journal veröffentlicht. Ich hoffe, dass das bald mal der Fall sein wird. Ja, da drücke ich dir auch die Daumen. Dankeschön. Ja. Ja. Also vielen Dank, liebe Annette, dass du heute da warst. Und bis hoffentlich bald. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank. Danke. Ja, liebe Zuschauer, wenn Sie noch die Kontaktdaten oder die Webseite von unserem Gast finden möchten, dann gehen Sie gerne auf www.qs24.tv. Da können Sie Annette Müller eingeben und finden ganz viele tolle Interviews mit ihr und eben dann auch die einzelnen Informationen, die Sie suchen und auch zu anderen Gästen natürlich. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss. Super.